Willkommen zurück zu Rise of Industry. Wir müssen nochmal in den Tech Tree gucken. Also wir sammeln jetzt hier Punkte in Industrie. Wir sammeln Punkte in Gathering. Und in Farming haben wir auch schon wieder einen Punkt freigeschaltet. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir machen hier tatsächlich die Erweiterung. Kümmern uns jetzt erstmal hier voll um die Plantagen. Ja gut, richtige Plantagen gibt es dann hier. Mit Baumwolle, Zucker und so weiter. Ich würde sagen, dass wir dann hier tatsächlich erstmal 5 Felder machen. Dann können wir hier unsere Apfelproduktion sogar noch ein bisschen ausbauen. Alternative wäre halt hier die Crop Farm freizuschalten. Sicherlich auch interessant, wenn wir dann später Richtung Tiere gehen. Wir könnten aber natürlich auch... Ja, das können wir noch gar nicht freischalten. Ach so, wenn wir es gemastert haben, können wir das hier freischalten. Alles klar. Ne, wir machen jetzt hier die 5 Felder. So. Und in Logistik haben wir ja auch einen initialen Punkt. Ja, Urban Road weiß ich noch nicht. Ah, die kann man jetzt verbessern. Plus 25% Vehicle Speed Increase on Urban Roads. Und reduzierte Kosten. Hier hätten wir noch einen weiteren Slot für jedes Gebäude. Und hier hätte man tatsächlich nochmal 4 weitere Sachen hier für jedes Gebäude. Und auch da, wir müssen hier irgendwie auch mal was freischalten, damit wir dann tatsächlich auch Richtung... Züge, Brücken und Tunnel und so weiter kommen und das Lagerhaus. Ich würde tatsächlich jetzt hier die Urban Road mal freischalten. Dass wir dann hier auf die Vehicle Speed kommen. Okay. So, und hier könnte man halt gucken, hier könnte man noch freischalten. Zeitungen und Poster. Oder man geht hier in die Food Factory, da könnte man jetzt Käse und Orangensaft herstellen, aber das ist dann noch ein bisschen schwierig. Für Kuchen, hier haben wir Carpentry Center, da könnten wir Wooden Barrel und Furniture Base machen. Da weiß ich nicht, ob das tatsächlich auch nachgefragt ist. Wir gucken erstmal nochmal in die Papiermühle und da sehen wir haben viel zu viel Holz, viel zu viel Wasser. Da müssen wir tatsächlich nochmal eine zweite Papiermühle bauen. Und dann können wir auch in beide Städte liefern, denke ich. Jetzt gehen wir mal dahin. Ha, Slot locked. Sehr gut. Funktioniert nicht so einfach. Mist. Es funktioniert nicht. Das muss man freischalten. Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Wie kann ich das denn freischalten? Kommt das erst später. Das ist ja doof, dass ich nur an einen was liefern kann. Also dann sind natürlich die Lagerhäuser dann sehr interessant. Denn jetzt müsste ich nochmal so ein Ding hinsetzen und wir haben ja eigentlich schon zu viel Holz. Ich reiß das da mal wieder ab. Das ist jetzt unsere Straße hier kaputt. Alles nicht so einfach. 3. Ah nee, genau, weil wir eben was abgerissen haben. Dummdi-dumm. So, wir haben mit 5 Millionen gestartet. Irgendwie wird es immer weniger.
Gefühlt, also gefühlt, aber weil wir halt die Ausgaben haben. So, ich hatte hier, glaube ich, in die Apfelproduktion. Ne? Wir könnten also hier nochmal mehr Felder hinsetzen. Das sollten wir tun, unbedingt tun. Hat ja im Grunde keine Nachteile für uns. Außer, dass es jetzt mit den Äpfeln schneller geht. Und wir können mal gucken, was diese Stadt hier eigentlich so im Angebot hat. Auch hier Wasser, Eisen, Kohle, Fisch und Karton. Aha. Karton ist natürlich interessant. Wenn man irgendwie in Richtung Saft geht wahrscheinlich. Würde ich hier nochmal gerne reinschauen. Food Factory. Gut, Cheese und Orange Juice. Das ist halt nicht so das, was wir brauchen. Apple Pie. Apple Pie braucht wahrscheinlich auch erstmal Teig und bis wir den hergestellt haben. Funktioniert auch nicht so gut. Newspaper und Poster. Da werde ich gerne nochmal gucken. Nein. Newspapers. Brauchen Dye. Richtung Chemie zu gehen, ist halt hier gerade schwierig. Wir müssten eigentlich mehr so Richtung Glassworks and Smelter gehen. Obwohl eigentlich auch nicht. Ja, doch mehr so Cans. Dass wir die Kohle und das Kupfer verarbeiten können, aber das ist am Anfang noch nicht drin. Ja, ich glaube, sagen wir, konzentrieren uns tatsächlich jetzt erstmal hier drauf. Oder was brauchen denn Poster? Auch die brauchen Dye, ja. Achso, kann ja einfach darauf klicken. Was brauchen wir denn für Dye? Für Dye brauchen wir Beeren und Wasser. Dann können wir doch jetzt mal so in diese Richtung uns weiterentwickeln. Beeren und Wasser. Wasser ist kein Problem. Beeren ist schon eher das Problem. Da müssten wir... Wo kommen wir denn an Beeren ran? Oh, erst da hinten. Das ist erst hier 3. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man erst hier hier schon dann tatsächlich Dye braucht, aber man kommt nicht dran. Achso, wir können ja auch einfach so weitermachen. Okay, ach. Wie sieht es denn aus mit Büchern? Was brauchen wir denn für Bücher? Books. Books bräuchten wir, Papier und Cardboard. Für Cardboard, Wasser und Holz. Cardboard können wir auch herstellen. Dann würde ich fast sagen, dann machen wir das. Wir machen Bücher. Müssen noch mal eben gucken, ob wir die hier auch überhaupt loswerden. Vielleicht mache ich mal eben die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Ist so gehetzt. Da nicht. Nee, also die wollen gar keine Bücher haben hier. Wollt ihr denn Bücher haben? Hier im Bookstore. Books wollen sie haben. Newspapers wären besser, aber da kommen wir halt derzeit nicht dran. Denn Dye ist hier nicht zu verkaufen. Und hier unten ist, glaube ich, auch kein Dye zu verkaufen. Nein. Jetzt aber dem Starthandeln ist nicht so wirklich drin. Weston. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns tatsächlich... Machen wir uns eine Kartonfabrik auf. Machen dann Bücher und bringen die dann auch wieder hier rüber in die Stadt.
Save in Progress. Könnte man auch bald mal gucken, was da dann auch eine Lizenz kostet. Ich denke mal, je mehr uns diese Stadt mag, 25,5, desto geringer wird's. Oh, 164.000. Nö, dann bleiben wir erstmal hier. Gut, dann brauchen wir eine neue Papiermühle. Und wir brauchen erstmal noch einen neuen Lumberyard. Das ist echt schade, dass das so ist. Noch ein Harvester dazu. Dann braucht man eine Paper Mill. Können wir gleich hier daneben setzen. Destination. Unlock Destination Slot using the Tech Tree. Na dann. Halt, du stellst aber kein Papier her, du stellst Cardboard her. Cardboard. Karton. Wahrscheinlich dann für den Umschlag. So, und du lieferst das Ganze zu dem. Genau. Sehr schön. Und dann müssen wir hier unten nochmal wieder Wasser einkaufen. Zum Karton. Ja, und damit können wir jetzt dort auch nichts mehr einkaufen bei dem Wholesaler. Also da wäre jetzt natürlich dann das Lagerhaus von Vorteil. Dann könnte man nämlich dann, wenn man noch mehr Wasser bräuchte, das alles ins Lagerhaus packen. Oder halt ins Lagerhaus packen und vom Lagerhaus dann auch schon wieder auf 3 verteilen. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier viel zu viele Äpfel rumliegen. Wir brauchen mehr. Trucks sind sogar 5 verfügbar. Wunderbar. Sicherlich auch kein Zufall. Dann fahrt das mal weg. Dann brauchen wir eine Papiermühle. Vorher müssen wir jetzt aber jetzt noch freischalten. Bücher. Und wir haben sogar noch einen Punkt. Genau. Hier haben wir noch nichts weiter gesammelt. Da geht es aber auch bald wieder weiter. Papermüll. Du machst Bücher. Ein Papier und ein Karton. Ach, siehste. Hier haben wir auch noch ein Destination. Ja. Oh, das. Oh. Das schränkt ein. Jetzt müssen wir da nochmal Papier hinkriegen. Hilft nix. Müssen wir den da hinstellen. Und wir müssen den da hinstellen. Und wir müssen den da hinstellen. Diese hier. Genau, du stellst Papier her. Die nenne ich mal Papier für Bücher. Denn jetzt müssen wir hier drüben Wasser einkaufen. Factory. Papier für Bücher. 3 Trucks. 92 Teils. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir sind lange unterwegs. Kann man nichts machen. Du bringst das Ganze dahin. So, und wenn du mal welche hast,
Dann bringst du sie dahin. Alles klar. So, 2 Millionen nur noch. Das Geld wird knapp. Hier ist auch noch kein Karton da. Weil ich das Ziel nicht ausgewählt habe. Dahin. Okay. Sollte jetzt aber soweit funktionieren. Und mich würde mal interessieren, wo wir das freischalten können, weil das ist ja schon... Wo können wir einen weiteren Slot machen? Ich würde ja fast sagen, hier. Bin mir da nicht so sicher, muss ich sagen. Wo wir das tatsächlich dann freischalten können. Eigentlich müsste es doch hier im Gathering sein. Das sind Kosten, Einfluss, Kosten, Produktionsgeschwindigkeit, Lagerkapazität. Ja. Können wir für den Harvester machen, aber das bringt ja uns ja mal gar nichts. Keine Ahnung. Und bei Gathering könnten wir jetzt tatsächlich wieder was freischalten. Ja, das bringt uns jetzt nicht so viel. Was wir da als nächstes brauchen, weiß ich nicht. Vielleicht können wir tatsächlich den Wasser Siphon machen. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Industry, den lasse ich erstmal. Denn da würde ich halt gucken, was wir dann entsprechend brauchen. Da jetzt, ob sie auf Verdacht irgendwas freizuschalten, bringt nichts. Das bringt gar nichts. Okay. Papier für Bücher läuft auch an. Hier fehlt uns aber noch das Papier. Hier sind wir noch ein bisschen zu langsam. Aber ich bin optimistisch, dass wir dann gleich... Ah doch, hier läuft jetzt. Das erste Buch wird hergestellt. Sehr gut. Aber man hätte natürlich jetzt auch sagen können, okay, das Papier verkaufen wir jetzt nicht mehr da drüben. Wir verkaufen jetzt nur noch Bücher. Dann hätte man das hier natürlich sich auch schenken können. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Da gucken wir gleich mal. Das erste Buch. Da. Jo. Die ersten Bücher werden hier rüber gefahren. Und verkauft für 50.000. Und dann haben wir im letzten Monat tatsächlich sogar noch ein Plus gemacht. Dann würde ich mal gucken, ob wir jetzt in diesem Monat auch noch ein Plus hinkriegen. Ja, locker. Das sieht gut aus. Zack, 50.000 plus gemacht. Setzt aber voraus, dass wir tatsächlich auch regelmäßig Bücher verkaufen, weil unsere Ausgaben natürlich jetzt auch echt heftig sind. Und ein ganz schönes Gewusel. Das gefällt mir. Wenn wir dann noch die Geschwindigkeit erhöhen können, dann können wir hier die Straßen auch nochmal ändern. Dann sind sie insgesamt ein bisschen schneller. Und generell könnte man auch darüber nachdenken, hier einfach nochmal eine Straße dann hinzusetzen. Das können wir mal eben schon mal machen. Ich glaube, dass das nicht so verkehrt ist. Gönnen wir uns einfach mal.
Und gleich sind wir wieder im grünen Bereich. Muss noch irgendwas verkauft werden. Los. Verkaufe. Ah. Das sieht gerade eher schlecht aus. Hier ist gleich ein Buch fertig. Ha, doch noch. 53.000. Okay, also wir machen leichtes Plus. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schon einen kleinen Industriepark hier aufgebaut. Ein paar Äpfel, ein paar Bücher, ein bisschen Papier. Bis dann.